Und damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich habe zwischen der letzten und dieser Folge ein bisschen Diamonds gegrindet. Und es kam mal wieder zu Angriffen auf meine Basis, aber diesmal nicht hier mein Hauptgebäude, sondern meine Farm. Und die haben einfach gnadenlos meine Beete attackiert, diese ekelhaften Viecher. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich glaube, ich muss die ein bisschen zumauern. Deswegen habe ich ein bisschen was vorbereitet. Wir gehen da mal hin. Noch sieht man nichts, jetzt sieht man's. Also, ich kann es leider nicht mehr offen stehen lassen. Die attackieren, vor allem fliegen die Gegner, attackieren zu gern die hier. Und dann ist der Russell Sprouts weg und die Beete kosten auch eine ganze Menge. Und deswegen dachte ich mir, ich mauere ja alles zu, mache ein Dach drüber. Nicht wirklich ein Dach, erstmal so eine zweite Ebene. Vielleicht will ich da ja noch irgendwas drauf bauen. Aber auf jeden Fall, ich mache es erstmal zu. Wird eine teure Angelegenheit, weil vor allem die Böden da oben, die kosten Fusseln. Und Fusseln sind jetzt nicht so häufig. Des Weiteren habe ich jetzt meine Frostaxt gegen meine Frostkeule ausgewechselt. Weil die ist jetzt weit genug gelettet. Und warum mit einer Frostaxt rumeiern, wenn man... Oh, habe ich das dabei? Das wollte ich duplizieren. Stimmt, ja. Bin mir nämlich noch nicht so sicher, was ich mit den Ameisen und sowas mache. Zack. Zack. So. Alles schön dupliziert. Wir fällen jetzt erstmal ein bisschen Unkraut. Achso, zu meiner Keule. Warum habe ich sie dabei? Sie hat Level 15 und ist einfach stärker als die Axt. Sie hat ja vor allem noch diese zwei Effekte. Und, ja, das hilft schon enormst. Ich glaube, ich werde auch mal Schleppkapazität erhöhen, würde ich mal sagen. Ich habe mich übrigens für die halben Wände entschieden, weil die ganzen Wände, die geben nicht so viel Licht rein. Und ich möchte, dass die doch ein bisschen Licht bekommen, die Pflanzen. Was machen wir? Wachhund nehmen wir mal raus. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch dabei habe. Nehmen dafür Schleppkapazität, dass das ein bisschen schneller geht. Sehr viel schneller wird es nicht sein, aber hey. Jawohl. Ich wusste gar nicht, dass es 20 waren. Aber bitte. Wenn ich 20 tragen kann, ist das eigentlich wunderbar. Dann wird es doch um einiges schneller gehen. Okay. Das haben wir. Weg mit dir. Bam, 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 bam. Ist schon lächerlich, was ich hier mit mir rumschleppe. Das waren schon über 20 schon wieder. Meine Güte. Ach, dann hinten von vorne ist es mir egal. Hauptsache, du gehst da rein. Ich muss das hier dicht bekommen. Ich möchte nicht, dass die dauernd meine Felder angreifen. Also gut, haben sie nie so wirklich getan, aber wenn sie es tun, ist es ekelhaft. Weil die kommen dann von da. Natürlich sind die Felder das Erste, was sie attackieren, wenn da was Infused dabei ist. Wir müssen nicht drüber reden, was dann passiert. Deswegen einfach irgendwas, um sie aufzuhalten. So. Und hack dich um. Wollte nicht von sich aus umkippen. Wow, das hat aber wenig gegeben. Das ist mal astrein wenig, was hier rumgekommen ist. Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht. Naja. Hauptsache, es wird dicht gemacht. Drüben sind noch ein paar Unkrautstängel. Wollen wir uns mal. Mitgenommen. Mitgenommen.
Ups, hab ich ja schon zugebaut. Stimmt ja. Ja, sieht jetzt optisch nicht mehr so toll aus wie vorher. Aber vorher war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, wow, welch ein Meisterwerk. Die Böden werden auf jeden Fall teuer. Die werden richtig teuer. Da, da, da. Und das hier auch noch. Na, wirst du wohl. Haben wir wieder mal so ein kleines Bauprojekt zumindest. Weiß nicht, ob ich noch irgendwas Großes noch bauen sollte. Jemand die Vorstellung, so einen zentralen Punkt für Teleporter zu bauen. Aber die kosten halt so viel. Das ist das Schlimme an denen. Die kosten einfach unverschämt viel. Zwei Teleporter, also ein paar 100.000. Das ist ein recht unangenehmes Portemonnaie. Schleppkapazität geht das hier alles ein bisschen schneller. Das heißt ein bisschen sehr, sehr viel schneller. So, da haben wir noch Unkrautstängel. Ich glaube die. Ach nee, das ist ja. Ladybug ist das. Ich schon sagen, da hinten eiert wieder die olle Spinne rum. Mitgenommen. That's interesting. Ist es nicht. Hör auf, sowas zu behaupten. Boing. Ja, es wird halt ein Kasten. Es wird ein großer Kasten. Jetzt ist es ein Gewächshaus sozusagen. Ich hatte ja schon Überlegungen, ob ich es mit Fenstern mache. Dann war ich mir nicht ganz sicher, nicht, dass hier Mücken durch die Fenster durchfliegen können, weil die von den Unkrautstängeln sind doch relativ groß. So. Bam, bam, bam. Hops. Hops. Was mich halt immer davon abhält, hier was Schönes zu bauen, sind halt diese Rage-Angriffe. Weil schöne Dinge halten in der Regel nicht viel aus und werden schnellstmöglich kaputt gemacht von entsprechenden Gegnern. Wenn sowas wie Ameisen und Ratnetz kannst du noch relativ gut abfangen. Aber vor allem Mücken und Wespen, die lachen da drüber. Die finden das einfach nur amüsant. Boing, boing. One long schnoz, built for sniffing. Aha. So. Habt ihr noch irgendwas? Müsste wirklich. Boing. Boing, boing. Na, du olle Ameise. Bisschen auch unerwünscht in dem Ding. Kommt vorne noch eine Tür rein oder sowas. Irgendwas, was euch aufhält. Zack. Sehr gut.
wie ich irre, hatte ich doch auch noch. Das ist aber auch schon ein, zwei Tage her. War auch zwischen den Aufnahmen hier drüben. Genau. Ich habe meine Saftproduktion erweitert. Die müsste ich auch bei Gelegenheit fertigstellen. Weil Saft brauche ich doch mal für Verbände. Und hier, naja, Verbände. Sagen wir mal so, man verbraucht sehr viele in New Game Plus 4. Those soldier ants mean business. Komm hier durch. Ich glaube, hier drüben war doch hier noch, ne? Du warst da, genau. Hallo? War. Ist ja auch so, da ist sie. Also, wenn die so reagiert. Übrigens, Wolfsspinnen ist mir mal aufgefallen, spotten ein. Dass wenn man nicht unmittelbar in der Nähe ist, sobald man sich auf eine gewisse Distanz ihn nähert, werden sie umkehren und in die Richtung laufen, wo man ist. Dazu müssen die nicht zwingend hier ihre Beinchen hochbringen, weil sobald man nah genug dran ist und sie einen noch nicht entdeckt haben, nehmen sie zumindest die Beine vorne so in die Luft. Weiß man, oho, sie haben einen irgendwie schon bemerkt. Aber selbst wenn man dann außerhalb ist, werden die umdrehen. Ah, wir können das vielleicht sogar mal testen. Ich weiß gar nicht, wo ist sie jetzt? Nicht, dass ich direkt in sie reinlaufe. Wo ist sie? Da ist sie. Giant Spider! Nothing to be worried about. Natürlich passiert es jetzt nicht. Ist ja witzig. Eigentlich drehen die um. Ist mir nicht mal aufgefallen. Da war ich irgendwo am Farmen und die Spinne ist immer wieder zu mir zurückgekommen. Okay. Gut. Ich muss sie doch die vorderen Beine erstmal in die Luft bringen. Wer weiß. Naja, kam jetzt nicht so viel rum, muss ich sagen. Dafür, dass es zwei waren, ist es relativ wenig, was hier zum Abgreifen war. Bam, bam, bam. Ein. Ja. Da auch mal das mit ranbringen. Oh, bo, bo. Unkrautstängel, da trüben sich welche. I wonder if I could keep that aphid as a pet. Ach, hör mir auf. Das tötet zumindest die kleinen Viecher. Die sterben schneller als ich. Wenn ich noch... Ach ja, hier drüben. Ach, guck mal, wer da ist. Hab ich nicht gespottet. Ach, witzig. Aber wenn ich übersage, was ich herausgefunden habe, stellt sich raus, es war doch... Ach ja, guck mal, sie kehrt doch um. Ah. Guck mal. Die geht weiter. Interessant. Vielleicht ist ja auch nachtblind. Und es klappt noch tagsüber. Ich weiß es nicht.
weiß noch, dass ich von einer Spinne äußerst bedrängt wurde. Mich die ganze Zeit genervt hat, weil sie immer wieder in meine Richtung umgekehrt ist. What's on your... Und zwar beim Ameisenbau. Ende war es so, sie ist sogar reingegangen. Sie ist in den blöden Ameisenbau reingegangen. Na, dann habe ich sie gekillt. Da, da, da. So. Ein paar Unkrautstängelchen bräuchte ich. Naja, lass mich mal in Ruhe. Ach, eine Arbeiterameise. Eine Kriegerameise. Hör mir auf. Da, hab nur 6, würde gerne mehr tragen. Bam, bam, bam. Da. Das war's. Das war's. Das ist wenig. Das war richtig wenig. So, dann fällt mal das Ding noch. Tim, boing, boing. Ah, 17. Damit kann ich schon eher leben. Dum, dum. Ist nicht mal irgendwann die Nacht vorbei? Hat aber lange. Hops. Hops. Kann ich nicht. Aber ich könnte hier vorne noch eine Tür einbauen. Falsch. Türen waren hier. Welche Tür? Würde die passen? Oh, hätte was. Oh. Braucht nicht so viel. Okay. Eierschalen, das Zeug, Moment und davon was. Achso, stimmt ja, ich komme ja nicht mehr durch. Die Böden brauchte ich Fusseln und diese Kletten. Gerade was fehlt. Ich bin immer gewundert, was der letzte Slot ist, der noch frei ist. Weil eigentlich hatte ich sie alle vergeben. Jetzt weiß ich es. Dieses besondere Seegras fehlt. Naja. Herstellen.
Sehr schön. Liegt eigentlich in der Luft, wenn man es ganz genau nimmt. Wenn man es ganz genau nimmt, schwebt es eigentlich in der Luft. Aber egal. So, Fusseln und dieses Wegras, das habe ich, glaube, beim Stumpflabor gibt es das, wenn ich nicht irre, und bei Mordor's Castle. So, was brauche ich denn hier eigentlich noch? Da kann ich die Stängel noch bauen hier. Die unnütz rumliegen. Komm, lass verbauen. Da. Boing. Boing. So. Fusseln müssen erst gemacht werden, deswegen. Da kann ich mal schnell darüber gleiten. Könnte ich doch gleich mal an diesen den alten Mücken meine neue Keule testen. Weil die sind doch allergisch gegen Feuer. Ja. Könnte eine Sonnenbrille werden, so eine moderne. Wenn ich oben alles Glas hätte. Glas wäre natürlich richtig geil, aber das gibt's ja nicht. Hey! Wollt ihr euch mal mit mir anlegen? Ah, komm mal her. Ist da? Tut weh. Hallo, hier bin ich. Bam, bam, bam. Erledigt. Mein Fusion hat mich ja so ein bisschen gereizt, aber naja, was nicht soll, das soll halt nicht. Hello, darling, I'm home. Boom, boom, boom. Hey, weg, Mister. Ich muss sogar einen Korn für dich erhalten. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. So. Feeling a little safer now. Lass mal den Rest meiner Rüstung an. So. Eichmoos. Okay, da drüben ist noch ein bisschen was. Ja. Ah, wir haben noch Luft. Können ja richtig mal auffüllen. Ja, gut. Na wohl. Bis noch.
Da. Nee, falscher Steg. Keule raus. Und die Infusen sind da unten. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Hätte mich ja mal gereizt, aber hey. Nicht sein soll. Das hier wäre an sich eine wunderschöne Basis-Location, aber der Fluggegner, Tobi. Dagegen das da unten, da müssten sie erst dort durchfliegen, das könnte sie so ein bisschen aufhalten, wäre nicht schlecht. So, auf den Pilzen landen. Boing. Da. So. Nee, halt. Oh ja, noch hier Eicheldeckel, ne? Boing, boing. Ein bisschen schief, ne? Naja, vielleicht richte ich das irgendwann noch. Ach, stimmt ja, das war ja noch nicht fertig. Okay, hier fehlen noch die Fusseln überall. Das hält jetzt gerade ein bisschen auf. Habe mich leider für die sehr teuren Böden entschieden, aber ein bisschen Luxus muss halt sein. Außerdem halten die Klappe auch mehr aus. Und wenn sie als potenzielles Dach da sind, dann wird das auch der Fall sein. Liegt hier echt nichts mehr rum? Kein Einzeldoch hier ist am Stängel. Ich würde schon sagen. Ein bisschen mehr Stängel. So, herstellen. Nimm mir erstmal das Sicht, du ekelhafter. Noch ein Stängelchen noch. Hier doch wohl noch irgendwo rumliegen. Bestimmt eins übersehen. Bam, bam, bam. Komm schon, hier liegt irgendwo eins noch rum. Will ich jetzt nicht eine Pflanze fällen, nur wegen einem Stängel. Ach, drauf gejuckt. Warum fällt? Zack. Zack, kann ich auch noch mitnehmen. Und das bedeutet dann jedes Mal 15 mehr Saft. Weil alles voll ist. Das geht schon. Oh, es geht sehr gut, klar. Kann ich hier noch ein paar Stängel... Oh. Ja, ich hätte auch vielleicht einfach mal in die Basis reingucken sollen. Naja, dafür ist das Lager jetzt wieder voll. Oh, ich habe nichts mehr an Fusseln. Blitzen wir mal schnell rüber zur Matte. Holen uns ein bisschen was. Tja, Fusseln, das ist halt wertvolles Gut. Ich kann jetzt wieder Schleppkapazität ablegen. Ich nehme an dafür jetzt wieder
Nicht wirklich Giftschadenreduktion. Will ich mal was anderes ausprobieren? Ja, resistent. Bin heute mal wild. Giftschaden habe ich immer mit dabei, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Giftschaden ist nicht mehr so relevant, seit ich New Game Plus 4 habe. Und meistens bringt es nichts. Weil der richtig fiese Giftschaden, der wird nicht reduziert. Den die schwarzen Witwen haben und so. Also zumindest ist mir da kein erheblicher Unterschied aufgefallen. Nur dieser normale Giftschaden ist was in die Richtung. Und seit es nicht mehr 100% gibt, ist der sowieso nicht mehr so relevant. Weil wann begegne ich schon mal so einer Wolfsspinne? Schadenreduktion ist immer gut. Und... Miau! Ja, ja, ja. Rhabarbera, Rhabarbera. Nee, nackt wirst du wohl. Nimm das gefälligst mit. Alles wird hier mitgenommen. Daneben. Ihr müsst schneller sein. So wie die hier. Oh, tut mir leid, da gab es eine kurze Unterbrechung. Irgendeinem Grund hat sich ein Hintergrundprogramm geöffnet. Ich weiß nicht warum. Naja, da will mir das Spiel wahrscheinlich sagen, hey, du musst das mal langsam zu einem Ende kommen. Hi, warte. Gegen scharf allergisch. Natürlich muss die Schutzschild haben. Komm, lass sie in Ruhe. Macht keinen Sinn. Immer wenn die Schutzschild haben, gehe ich einfach weiter. Zu Gegner, die sind einfach zu mächtig. Ey, er nervt gerade ein bisschen. Wenn du es unbedingt wissen willst, bitte. Ja, Giftschaden ist einfach fies hoch 10. Du hast Giftschaden, ne? Ja. So, habe ich. Sei still, du unbedeutendes Vieh. So, Fusseln habe ich. Heimkehr ist angesagt. Und zip, ab die Zipline nach Hause. Dauert ja nur ein Millennium. Ach, wenn ich den Turm gerade sehe. Ich hatte das neulich Kommentar auch gelesen, wo mir dann mal erklärt wurde, wie jemand seinen Turm gebaut hat. Ich muss dazu sagen, als ich diesen Turm einst gebaut habe, hat er auch tadellos funktioniert. Mit irgendeinem Update kam das dann, dass der nicht mehr funktioniert hat. Dass man plötzlich dieses Stocken hatte. Normalerweise, als er ganz neu war, ohne Unterbrechung ist man bis nach oben gekommen. Aber das mit irgendeinem Update kam das damals mal. Und inzwischen hat er für mich jegliche Relevanz verloren, weil ich halt den Teleporti habe. Ich werde auch nicht wieder irgendwelche Türme da bauen. Ich baue mich mit Ziegeln hoch, wo auch immer ich hoch will. Und dann stelle ich dort einen Teleporti hin, wenn es mir sehr wichtig ist. Oder eine Seilrutsche. Das ist genau das gleiche wie mit dem Regenrinnen-Dingens, was ich da habe. Da war es ja auch so. Am Anfang war das alles schön und gut.
Mit irgendeinem Update haben die plötzlich die ganzen Treppen verschoben. Dass ich jetzt nur noch mit irgendwelchen Sprungaktionen nach da oben komme. Was macht die hier drinne? In meiner Basis? Du bist mutig, muss ich dir lassen. Also das muss ich dir lassen. Bitteschön und bitteschön. Popos brauche ich nicht. Da steht die einfach hier drinnen rum. War zum Glück eine normale rote Arbeiterameise. Die sind relativ schwach. So. Jetzt kann ich hier da oben das eine Bodenstück noch fertig machen und dann ist die Folge vorbei. Ist auch hoch genug, dass du Platz hast, ja, mit deinen Antennen. Gut. Ja, das wird halt jetzt ziemlich teuer, hier weiter zu bauen. An diese ganzen Böden. Nimmt schon gut was weg. Na, hab ich irgendwie gesagt, bitte stell das da unten hin. Da stehe ich total drauf. Nein, hab ich nicht. Ja, wie die Wespe da oben schon beobachtet. Das werden die angreifen, sobald ich fertig ist. Geh weg. Geh einfach weg, du ekelhaftes Vieh. Herstellen. Hier rund, hier gibt's rund. Sehr gut. Schade, dass das Spiel eigentlich anzeigt, wie viel noch fehlt zum Fertigstellen. Das wäre was gewesen, dass man so sieht, okay, du brauchst, keine Ahnung, 120 Kletten noch, das hier alles fertigzustellen. Oh, drüben habe ich noch vergessen. Ja. Ja. Und dann ist hier oben dicht. Die Böden lassen nicht so wirklich Licht durch. Deswegen habe ich das ja an den Seiten so. Meine, die brauchen ja eh nicht so viel. Hier müsste ich mal wieder haben. Die dicken Teile. Okay. Aber wie gesagt, das machen wir in einer anderen Folge. Jetzt wird erstmal das hier noch einsortiert. Oh, das wird noch viel mehr kosten. Noch sehr viel mehr. Eigentlich könnte ich das auch so machen, dann hätte ich 29 auf Tasche schon mal wieder. Kann den Müll? Kann er den Müll? Eichelstücken brauche ich. Es gehört. Irgendwas ist gerade in sich zusammengefallen. Irgendwas hat Tok, 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 Tok gemacht. Ja, stehen geblieben. Stehen geblieben. Warst du das, der ja Tok, Tok, Tok gemacht hat? Ich rede mit dir. Draußen etwa irgendwie meine Verteidigung beschädigt. Ach nein, hey, halt. Ich glaube, ich habe es gefunden, die Ursache. Was könnte es gewesen sein? Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Fusseln sammeln gehen. Das wird noch die kleinste der Aufgaben. Diamanten weiß ich derzeit, Kristalle weiß ich derzeit nicht, für was ich sie einsetzen soll. Weil alle relevanten Waffen sind schon ziemlich weit oben. Na, wie gesagt, die hier, die frische,
Salzig wäre noch interessant und das wäre noch interessant. Hier fehlt auch noch eine, aber es kostet halt so viel. Die anderen Hammer, wüsste ich nicht warum. Das hier, nee. Könnte man drüber nachdenken? Nee. Weiß ich nicht. Ich würde ja gerne mal die hier gegen den Mantis ausprobieren. Ich dachte es. Egal. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tschüdelü.